Zagara ist hier, um deinem Willen zu dienen. Wie würdest du die Terraner von dieser Welt vertreiben, Zagara? Ich würde ihre Festung auf dem Plateau der Verwegenen auslöschen. Doch der einzige Weg dorthin führt durch den Knochengraben. Die Terraner haben unsere Tunnel mit Lava geflutet. Bis wir das Plateau erreichen, werden wir auf der Oberfläche entblößt sein. Unwichtig. Warfield hat keine Ahnung, gegen wen er in den Kampf zieht. Aber was ist mit dem Zelnaga-Artefakt? Ist es vielleicht noch im Besitz der Terraner? Vielleicht, aber es ist nicht hier auf Char. Es stellt keine Gefahr für uns dar. Der Schwarm wächst wieder. Und jetzt zu dir, Warfield. Das Zurückerobern dieser Welt wird eurem Imperator eine Warnung sein. Isha, überall hier sehe ich Zeichen der alten Königin der Klingen. Aber ich kann mich nicht erinnern, warum ich meine Truppen so lange hier auf Char zurückgehalten habe. Du hast die Zukunft erforscht, um Vorbereitungen für einen großen Krieg zu treffen. Welcher Krieg? Erzähl mir mehr. Du hast uns nichts Genaues erzählt. Du hattest eine Vision unserer vollständigen Vernichtung. Und du wolltest, dass wir bis zuletzt kämpfen. Daran kann ich mich nicht erinnern. Weißt du, warum ich dich in der Schlacht besiegt habe? Du warst stärker als ich. Nein. Dann schneller. Nein. Spiel nicht mit mir, meine Königin. Verrat mir dein Geheimnis. Sprich mit Abatur in der Evolutionsgrube. Er wird es mir sagen. Er wird dich weiterentwickeln. Geh. Willkommen zurück. Wir befinden uns wieder auf unserem Leviathan, bereiten uns vor für die nächste Mission. Aber erstmal gehen wir hier unten noch in die Evolutionsgrube rein. Erzähl mir von den Veränderungen, die du an Zagara vorgenommen hast. Brutmuttervorlage ermöglichte bereits Lösung komplexer Probleme. Lernen, Kontrolle über Brut, viele Schwerpunkte. Jetzt Muskeldichte hinzugefügt, Hirnmasse erweitert. Kann nun mehrere Szenarien erwägen. Kognitive Flexibilität. Vielleicht sollte ich das mit allen zukünftigen Brutmüttern machen. Erweiterte Hirnmasse für Brutmutterrolle im Schwarm nutzlos. Zusätzliche Masse benötigt zusätzliche Energie. Führt auch zu erhöhter Unabhängigkeit. Widerspricht Direktive. Zerg darf keine Gefahr für Anführerin von Schwarm darstellen. Die Zeiten ändern sich. Ich will, dass meine Diener so gefährlich sind wie nur möglich. Ach, wäre das genial, wenn sowas wirklich gehen würde. Einfach mal seine Muskeldichte erhöhen, mehr Gehirnmasse. Nun gut, die Brütlinge, neu dabei. Und hier sehen wir die Fähigkeiten. Was haben wir hier so? Ätzende Säure, Überdruck und Regeneration. Na komm, nehmen wir den hier. Dann haben wir einen höheren Radius. Und hier machen wir den Bewegungstempo. Gut, was nun? Kerrigan. Genau, hier sehen wir die Fähigkeiten. Insgesamt haben wir 8 Punkte. Wir brauchen 10 Stück, dass wir hier hinkommen. Und wir haben hier drüben mal die Kettenreaktion mitgenommen. Heroische Stärke brauchen wir nicht unbedingt. Da finde ich die Welle doch ein wenig besser. Um das Plateau der Verwegenen zu erreichen, müssen wir mit dem Schwarm durch den Knochen graben. Die Terraner werden uns mit allem angreifen, was sie haben. Was haben wir hier? Eine Evolutionsmission für Zerglinge und wir bekommen als Bonusbelohnung 3 Punkte für Kerrigan. Damit wären wir dann auf Stufe 11 mittlerweile. Okay, machen wir. Der Knochengraben. Dies ist der einzige Weg zur terranischen Festung. Ich habe schon einmal versucht, meine Brut hier durchzubringen. Die Terraner haben daraufhin ihre Gorgonenkreuzer herbeigerufen. Sie haben uns immer und immer wieder bombardiert. Meine Brut blutete und starb. Genau wie die Hoffnung, die Terraner von Char zu vertreiben. Warte mal, da sind Terrornester. Sie könnten einen Gorgonenkreuzer abschießen. Wir müssen sie nur wieder erwecken. Meine Königin, wir sollten einfach durch den Graben rennen.
und keine Zeit mit dem Kampf gegen die Gorgonenkreuzer verschwenden. Wenn wir die Terraner überraschen, schaffen wir es mit akzeptablen Verlusten hindurch. Und wenn nicht, stirbt der Schwarm. Du musst noch eine Sicht für die Dinge entwickeln, Zagara. Planung, Berechnung, Scharfsinn. Wir können diesen Kriechertumor benutzen, um einen weiteren Kriechertumor neben dem Terrornest zu erschaffen. Sobald es erwacht, ist Warfields Gorgonenkreuzer Geschichte. Ein Terrornest gegen einen Kreuzer. Erstmal machen wir hier die Drohnen. 3 Stück. Und dann Tumor. Hat noch Cooldown. Meine Königin, General Warfield hat einen Gorgonenkreuzer angefordert. Er ist unterwegs zu unserem Schwarmcluster. Das Raumschiff ist riesig. Kein Wunder, dass Warfield nicht 2 gleichzeitig in den Knochengraben entsenden kann. Er braucht nur eines. Schnell, lasst Kriecher bis zu den Terrornestern wachsen, sodass wir einen Kriechertumor neben ihnen platzieren können. Das wird das Terrornest erwecken. Ich hoffe, es ist genug, um den Gorgonenkreuzer zu zerstören. Oh Mann, was für ein Brocken. Na gut, machen wir hier den Tumor hin. Der Kriecher hat das erste Terrornest erreicht. Erwache! Vernichte den Kreuzer! Perfekt. Dies ist der Anfang vom Ende, Warfield. Das Terrornest hat seine gesamte Lebenskraft verbraucht, um den Gorgonenkreuzer auszuschalten. Wir haben noch mehr. Schnell, weitet Kriecher bis zum nächsten Nest aus. Ach, die Dinger sind ein Weg. Na gut. Das hier machen wir mal auf die 2. Kerrigan. Die kann mal ein bisschen scouten gehen. Das wirst du bereuen. Okay, die 4 kriegen wir auch so hin. Mit dem Kettenblitz. Wir haben nicht viel Zeit. Der Schwarm schläft nie. Brauchbare Stränge in Zerg-Biomasse entdeckt. Wertvolle Sequenzen. Beschaffen. Wird Königin der Klingen verbessern. Was haben wir hier? Zerg-Biomasse. Los jetzt! Ach, da bekommen wir einen weiteren Punkt. So kommen wir an die 3 Punkte ran. Eine Nebenmission. Ups, einer weg. Und wir machen neue Drohnen. Erstmal schauen, dass wir Kohle bekommen. Ach, die sollen doch hier hin. Du kannst mehr Overlords erschaffen, um deine Versorgung zu erhöhen. Der Schwarm ist hungrig. Moment mal. Der will das einsammeln. Komm schon. Hui. Meins. Nichts stellt sich mir in. Du hast meine Aufmerksamkeit. Tumor hierhin. Was haben wir hier? Noch ein paar Truppen. Schickt einen weiteren Kreuzer in den Kampf! Wir brauchen auf jeden Fall die Overlords. Ja. Der nächste Kreuzer, hier müssen wir hin. Stirb einfach! Ach komm, die holen wir so schnell weg. Sollte kein Problem sein. Na, ein kleines Stück. Dann brauchen wir auf jeden Fall Banelinge und wir brauchen mehr Gas. Oh, einer weniger. 2 weniger. Es kommen noch mehr. Verbreitet den Kriecher. Was jetzt? Lasst uns das hinter uns bringen. So schnell kann's gehen. Schon 2 besiegt und hier drüben hätten wir wohl den nächsten. Na gut, wir brauchen mehr Einheiten. Deswegen machen wir uns hier noch eine Brutstätte hin. Und dann noch mal ein paar Drohnen. Noch brauchen wir welche. Wir brauchen mehr Mineralien.
Okay, sammeln und wir rücken mal da drüben weiter vor. Der Schwarm ist hungrig. Zack. Wir brauchen mehr Mineralien. Komm schon, der brennt doch normalerweise weg. Kein Entkommen. Wir haben nicht viel Zeit. Nichts stellt... Landekapseln einsetzen. Oh nein, Warfield. Du alter Hund. Er holt Verstärkung. Es endet hier. Lasst uns das hinter uns bringen. Medi da oben. Na, den Marodeur, den holen wir uns. Diese Welt gehört mir. Und da hinten sind sogar noch Feuerwalzen. Was jetzt? Danke, meine Königin. Weitere Teile meiner Brut haben sich zwischen den Toten eingegraben. Ich will, dass du in der Nähe der Front bleibst, um dort weitere Kriechertumore zu erschaffen. Ich verstehe. Je mehr Tumore, desto schneller breitet sich Kriecher aus. Jetzt stimmt's. Entsende deinen Gorgonenkreuzer! Vernichtet Kerrigan! Okay, hier einen hin. Ich muss ja sagen, ich kämpfe nur sehr, sehr ungerne gegen Warfield. Denn normalerweise ist er ein wirklich richtig guter Mann. Also Rayner würde nie gegen ihn vorgehen. Finde ich schade. Aber Kerrigan geht ihren eigenen Weg. Na gut, der nächste Kreuzer. Oh, was haben wir hier? Ressourcen. Und der hier sollte weg sein. Da fliegen sie los. Der ist nicht weit gekommen, Warfield. Was jetzt? Was zur Hölle da unten? Ich höre. Boah, nein. Lasst uns das. Die gehen auf meine Drohnen sonst. Na Gott sei Dank gehen sie hier drauf. Aber die sind böse, die grillen meine Zerklinge weg. Ja, ohne Probleme. Ich brauche mehr Queens. Und wir gehen mal hier drauf. Der Schwarm ist hungrig. Alles klar, Verstärkung. Nichts stellt sich mir in den Weg. Hier müssen wir weitermachen. Was ist hier unten? Ja. Wir gehen mal hier unten hin. Diese und schauen Welt mal, was wir hier noch so finden können. Lasst uns das hinter uns bringen. Na, sieh mal einer an. Hier unten ist eine richtige Basis. Kämpf mit mir. Aber wieso ist die hier? Keine Ressourcen, kein Gas. Und dennoch eine Zentrale. Macht keine Gefangenen. Okay, was haben wir hier? Zwei Vikings. Na, wir brauchen mehr Zerklinge. Und mehr Overlords. Ich höre. Was jetzt? Aber wo kommen die her? Stirb einfach! Wir brauchen mehr Overlords. Okay, neue Einheiten. Nichts sehr gut. Stellt sich mir in den Weg. Oh, die kommen irgendwo hier unten her. Oh nein! Ein Belagerungspanzer da hinten. Auch das noch. Der gehört mir. Na, ob wir den kriegen? Nee, wir ziehen uns zurück. Wir ziehen uns zurück, du wir ziehen uns zurück. Aufmerksamkeit. Der Schwarm ist hungrig. Okay, die eine nichts Queen geht drauf. Raus damit. Alles wir klar, und jetzt. Zeit. Was jetzt? Die Zerklinge machen das. Vorwärts. Und wir machen den hier. Und gleich neue hinterher. Lasst uns das hinter uns bringen. Da kommen die Mineralien. Die nehmen wir gleich mit, dann können wir die verwerten. Ich höre. Stirb einfach. Du hast meine Aufmerksamkeit. Na, hier unten war eine richtige kleine Basis. Aber jetzt haben wir den Rücken frei. Ja. Nichts stellt sich mir in den Weg. Du hast meine Aufmerksamkeit. Ich höre. Okay, neue Truppen. Wer hat dich gefragt?
Wir brauchen auf jeden Fall hier noch einen Overlord oder zwei. Wir nehmen das hier mit. Wir machen uns... Moment, eine hier noch. Und dann machen wir hier später ein paar Banelinge. Abgeschlossen. Der sollte hier hingehen irgendwo. Na, machen wir ihn hier hin. Was jetzt? Wir haben nicht viel Zeit. Oh, da drüben steht noch mehr rum. Wir ziehen die mal ein bisschen runter. Die sollen ruhig runterkommen. Dann sind wir weg von dem Bunker. Es endet hier. Keiner darf überleben. Der Schwarm ist hungrig. Okay, die Vikings kommen. Lasst uns das hinter uns bringen. So, mehr Zerklinge. Kommen noch Queens. Wir brauchen mehr Mineralien. Okay, der nächste muss hier hin. Was jetzt? Der Schwarm schläft nie. Alles klar. Los jetzt. Komm, oh, noch ein Bunker. Wir haben nicht viel Zeit. Okay, hier oben bekommen wir neue Einheiten. Und ich wette, hier finden wir irgendwo noch so ein Gerepper. Nichts steht. Der Schwarm ist... Ja. Oh, nochmal ein Bunker. Entkommen. Und zwei von den Hellions. Der Schwarm schläft nie. Egal, die Verluste gehen noch. Der gehört mir. Du hast meine Aufmerksamkeit. Zack, neue Zerklinge. Und wir machen neue Overlords hier drüben hin. Ja. Der Schwarm schläft nie. Aber kein Gerippe. Wir haben nicht viel Zeit. Zwei fehlen noch. Die Ressourcen hatten wir. Weiter vor. Ungültiger Befehl. Na komm mal rein, hier hin. Komm, hier hin. Achtung. Ja, genau hier. Was jetzt? Ja? Du hast meine Aufmerksamkeit. Okay, weiter geht's. Kein Entkommen. Ein Tor. Weiter vorrücken. Ich höre. Wow, 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 wow. Belagerungspanzer. Ein Silo. Sag bloß, hier rennen Ghosts rum. Da drüben kommt sogar schon einer. Mir. Wow, drei Stück. Mutation abgeschlossen. Eine Nuke ist böse. Vorwärts. Okay, sammeln wir uns. Los jetzt. Der Schwarz. Ich höre. Lasst uns das hinter uns bringen. Komm, kämpf mit mir. Okay, die Basis hätten wir. Kein Entkommen. Wo sind die Tumore? Hier drüben einer hierhin. Der da oben, der geht mal hierhin. Was haben wir hier? Können wir hier hoch? Nee. Der gehört mir. Fordert einen weiteren Gorgonenkreuzer an. Zu langsam. Was jetzt? Diese Welt gehört mir. Lasst uns das hinter uns. Ja? Okay, sammeln, sammeln, sammeln. Und so. Und so. Was können wir tun? Upgraden hier und wir können hier neue Overlords machen. Ich höre. Na, die kommen näher. Weiter vorrücken. Lasst uns da. Wir haben noch einen erwischt. Warfield, überlass diesen Planeten mir. Niemals, Kerrigan! General Warfield hat einen weiteren Gorgonenkreuzer in den Kampf beordert, meine Königin. In diesem Graben sind viele Knochen. Zerg-Knochen. Auf ein paar mehr kommt es nicht an. Oh, verdammt. Der andere ist da hinten. Okay, die Königin. Jetzt müssen wir schnell sein. Der Schwarm ist hungrig.
Lasst uns das hinter oh uns nee, bringen. Ein Tor und ein Belagerungspanzer. Der Schwarm schläft nie. Na gut, den haben wir. Nichts stellt sich mir in den Weg. Kein Entkommen. Okay. Der Tumor, wo bleibt er denn? Noch ein paar Königinnen. Was jetzt? Wer hat dich gefragt? Lasst uns das hinter uns bringen. Okay, wir müssen hier hin. Der fliegt so lang. Kommen wir hier unten weiter? Nee. Wir brauchen den hier oben. Ich höre. Ich glaube, da sind wir schneller. Na komm, wir machen noch einen. Hier hin, zwei sind besser als einer. Und dann ziehen wir uns hier zurück. Noch haben wir ein bisschen Zeit. Na, hier waren wir, hier waren wir. Da können wir hin, da unten können wir hin. Du hast meine Aufmerksamkeit. Okay, noch ein kleines Stück. Machen wir hier schon mal einen hin. Boah, den kriegen wir niemals. Okay, rennen wir hier unten durch. Na, verdammt. Unsere Streitkräfte sollten sich von den Kreuzern fernhalten. Das ist mir klar. Da können sie vernichten. Das weiß ich auch. Bin ja kein Idiot. Der fliegt halt hier unten lang. Aber dennoch, wir haben das hier. Was jetzt? Mutation abgeschlossen. Ich höre. Weiter vorrücken. Verdammt! Dafür werden sie bezahlen, Kerrigan. Schickt einen weiteren Kreuzer in den Kampf. Viel Zeit. Boah, der haut schon den nächsten raus. Keiner darf überleben. Egal, wir geben Gas. Wir haben ja den hier. Ja. Kein Entkommen. Raus damit. Okay, was haben wir hier? Nichts stellt sich mir in den Weg. Da drüben müssen wir noch hin. Wir machen noch ein paar Zerklinge. Schickt eine Einsatztruppe zu dem Terrornest, bevor die Zerke es aktivieren. Ein Gorgonenkreuzer weniger. Weiter so. Erweckt mehr Terrornester. Na, ich direkt habe zu diesen mir. Planeten im Namen der Terranischen Liga erobert. Ich werde ihn nicht verlieren. Oh, das glaube ich schon. Das ist dein letzter Gorgonenkreuzer, oder? Oh, verdammt, ich brauche aber meinen Unsere Tumor. Streitkräfte werden angegriffen. Keiner darf überleben. Boah, so viele Königin. Was jetzt? Ich will hier oben noch hin. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Okay, das sammeln wir hier mal ein bisschen die Truppen. Na komm schon, schneller. Gesprengte Ketten. Ja. Wo will der hin? Unsere Streitkräfte. Der geht hier so einmal rüber. Die Zerklinge kommen hier. Das könnte ein bisschen eng werden. Macht keine Gefangene. Was jetzt? Wir haben nicht viel Zeit. Vorwärts. Okay, wir müssen hier hin. Funkloch. Was jetzt? Okay, der geht direkt hier rüber. Na, alles klar, das sollten wir hinkriegen. Die Lage sieht also ziemlich gut für uns aus. Wir zerkloppen hier noch ein bisschen die Basis. Dann machen wir hier den Tumor und dann... Stirb einfach. Nichts stellt sich mir in den Weg. Ja. Los jetzt. Ach komm schon, so eine kleine Truppe hier oben. Komm, kämpf mit mir. Lasst uns das hinter uns bringen.
Wir haben nicht viel Zeit. Diese Welt gehört mir. Wo sind die Knochen? Wo können die denn sein? Was ist hier? Der Schwarm schläft nie. Eventuell hier in der Ecke. Wir lassen den mal ziehen. Und setzen mal den Tumor. Den setzen wir hier hin. Warte, warte, warte. Eine muss nochmal hier oben hin. Ah. Du hast meine Aufmerksamkeit. Ich höre. Kerrigan? Was jetzt? Solo, bitte einmal hier hin. Mineralienfeld erschöpft. Der Schwarm ist hungrig. Kerrigan, Stufe 10. Weiter vorrücken. Okay, der zieht weiter. Wir haben nicht viel Zeit. Dann muss hier oben das Letzte sein. Lass uns das hinter uns bringen. Mineralienfeld. Yep, das Letzte. Okay, den lassen wir noch. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Alles hier nochmal draufhauen. Wer hat dich gefragt? Kerrigan? Weiter vorrücken. Einmal bitte hier wir durch. Haben nicht viel Zeit. Und jetzt hier... Biomasse erhalten. Gute Sequenzen. Der Gorgonenkreuzer hat den Schwarmcluster gleich erreicht. Ach ja, wir cool bleiben. Noch ein Terrornest. Der Schwarm schläft nie. Rückzug! An alle Streitkräfte der Liga im Knochengraben! Zurückziehen! Wir haben die Kontrolle verloren! Kerrigan, Warfield hier. Ich weiß, dass Sie mich hören können. Ich habe eine Nachricht für Sie. Bringen Sie alles mit, was Sie haben. Kommen Sie mit Ihrem gesamten Schwarm. Ich will nicht noch Nachzügler jagen müssen, wenn wir Ihre Hauptstreitmacht vernichtet haben. Wir sehen uns auf dem Plateau der Verwegenen, alter Mann. Klare Ansage, Mission schon wieder vorbei. Alle Erfolge bekommen. Was bekommen wir hier noch? Okay. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Mission. Wie immer, danke fürs Zusehen. Haut rein und...